Hat er dich denn überhaupt geortet oder gar nicht geortet? Ab und zu mal hat er es geortet, manchmal, da zum Beispiel, weiß er hingeblieben, jetzt nicht mehr aus dem Grund. Okay. Und hast du es geupdatet? Hast du die neueste Führung? Ja, ja, klar. Ja? Trotzdem auch. Das ist merkwürdig. Kartenmaterial auch geupdatet? Ich hab andere Materialien drauf, kartenmäßig. Weil normalerweise müsste er nicht länger als, also wirklich maximal 2 Minuten. Ich habe das selber ganz oft zur Aktion gehabt und bin im Auto, halt auch häufig, fahre ich dann. Und ich habe ein S-Signal nach 50 Sekunden. Das ist echt merkwürdig. Also wenn das öfter vorkommt, kannst du natürlich das Gerät auch austauschen. Weil das ja 2 Jahre lang hat. So funktioniert es einfach, also ganz normal. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass der Empfang halt, ja weiß ich nicht. Hast du es denn auch mal draußen benutzt? Das ist weg. Mit Farben, die machen das, aber die Farben zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Signal habe irgendwo und da weiß, wo ich stehe. Ja, das ist ja ganz normal das Menü. Wenn ich Signal fahre. Und hier beim Fahren kannst du dann wieder unser Ziel auswählen. Kannst du dann